andere gemacht. Da ist noch die Wettbewerbe und vor allen Dingen auch die, ich hab mir das jetzt, was noch immer bei den Monitoren, Erfahrungsaustausch, und Felix, ich freue mich, ich habe sie weltweit super noch alles da. Elfte Zuckerbäckerei, ne? Und das freue mich nicht. Und andere, als Gegenzug darf ich da einen Kürbisdollar überreichen, weil wir haben Kürbisfest jedes Jahr im Land. Passt, schauen wir uns ja heute noch an, wo es die großen Kürbis gibt. Und ich habe euch da ein bisschen was mitgebracht, weil es geht mit dem Zug so schön da zum Herfahren. Das kann man wirklich mit den Klimaticket, wir fahren ja umsonst, das so. Ja, fahren wir ein Klimaticket weg, ein Tagesausflug, Weidhofen, Teiertal, also Ipstal, nach Hardegg zum Beispiel waren wir, aber ich fahre jetzt gratis, weil umsonst war ich auch ein toller Tag. Ja, ja, ich habe so recht herzlichen Dank. Und ich habe so ein schönes Erlebnis in Retz und kommt bald wieder und wir werden uns dann beim Heiligen Wein glauben. Das werden wir machen. Ne? Okay. Gut, alles Schöne. Ja, und in Retz das Kürbisfest. Du, Annemarie, von wem ist denn der Kürbis so schön angemalt worden? Den hat meine Schwiegertochter gemalt, das ist ihr Hobby. Da kriege ich jedes Jahr eingeschenkt. Es ist allerhand und jetzt schauen wir aus jetzt zum Kürbisfest. Da werden wir ja viel Kürbis sehen, was? Ich glaube auch. Thank you.
habe sowas noch nicht gemacht, aber es war sehr interessant und darf es wieder machen. Und wie warst du mit deiner Prinzessin zufrieden? Ja, gut, ja, so, super. Der Leiter des Nationalparks Paradise, der Christian und der Nationalpark, respektive die Stadtgemeinde Hardegg, die war in den vergangenen Tagen, Wochen so richtig im Mittelpunkt von Österreich. Ihr habt zum Nationalfeiertag am 26. Oktober die Teilnahme geschafft zu 9 Plätze, 9 Schätze. Ihr wart die Vertreter des Landes Niederösterreich bei dieser Sendung. Im Fernsehen, im ORF und ja, ihr habt euch dort zum einen einmal sensationell geschlagen, ja, und zum anderen, und dafür gratulieren wir jetzt wirklich mit einem riesen Applaus die Bronzemedaille, Platz 3 geschafft, sensationell, Gratulation an Hardegg! Christian, ganz kurz deine Eindrücke. Wie habt ihr euch beworben? Wie habt ihr dann die Qualifikation gefunden, dass die Niederösterreich-Vertreter seid? Und wie habt ihr es dann geschafft, auf Stocker zu kommen? Ja, es ist so, man bewirbt sich nicht, sondern man wird gefragt. Das ist so wie in ganz elitären Zirkeln. Wir wurden gefragt, wir wurden ausgewählt als einer von 3 Kandidaten. Und ich glaube, Hardegg ist irgendwie so ein Ort der Herzen. Viele Leute, die Hardegg kennen, sind sehr eng verbunden mit dieser schönen kleinen Stadt. Und die haben dann für Hardegg gewotet und dann haben uns zuerst zum Landessieger verholfen. Gegen Lunds am See oder gegen das Heidenreichsteiner Moor. Also das haben wir einmal gewonnen und anschließend durften wir immer auf Königlberg fahren, jetzt am Nationalfeiertag bei dieser Show. Der Fritz Schächtner, die Margit Müllner haben uns vertreten. Schöne Grüße ans Kürbisfest von den beiden. Und es war ein wunderbares Feiern, es war ein großer Rummel da oben und wir sind ganz glücklich angekommen und ich muss sagen, der 3. Platz passt für Hardegg wunderbar. Die kleinste Stadt hat den 3. Platz fürs größte Bundesland erobert. Wie war die Stimmung so nach dem offiziellen Programmende? Wie ist es euch dann gegangen am Kügelberg? Habt ihr da noch das eine oder andere Achtel drum? Ja, das war nicht am Ende des Feierns, sondern wir haben unseren Bart gehabt und dann haben wir schon unsere Weinflaschen aufgemacht und haben ein bisschen was getrunken. Und das hat sich im Saal herumgesprochen, von den anderen Bundesländern sind alle zu uns gekommen, haben vom Heribert Donnerbauer den Nationalpark Wein verkostet. Am Schluss ist uns nichts mehr überblieben, haben wir zu den Burgenländern gehen müssen. Eisenberg hat einen sehr guten Rotwein, auch der Landesdirektor ist vorbeigekommen, der hat uns jetzt auch noch St. Pölten zur offiziellen Verleihung eingeladen. Das war ein großes Feiern um 1, sind wir dann, haben wir das Funkhaus verlassen und bis um 4 hat es angeblich dann gedauert, bis das alle zu Hause waren. Die Stimmung, das hat man mitsehen und mithören können, war ganz gut. Auch musikalisch hat man da zusammengefunden. Euer Kapellmeister, der Hannes Bausackerl, hat ja gemeinsam mit einigen anderen Bundesländern dann mehr oder weniger dann das Wilde Wasser gespielt, mitgesang und so weiter. Das war wirklich eine tolle Stimmung. War das geprobt oder war das spontan? Ja, das war eigentlich doch eine sehr spontane Geschichte. Der ORF ist 2 Tage vorher gekommen und hat gemeint, es sind so viele Musiker da. Und das war schön, wenn die miteinander spielen, aber die haben nicht daran gedacht, dass man das arrangieren muss. Und da ist der Hannes Bausackerl, unser Kapellmeister, eingetreten. Und der hat innerhalb von 2 Tagen ein Arrangement gemacht für alle. Und so hat es dann gut gepasst, dass das ein wunderschönes Musikstück von allen Beteiligten, von allen Bundesländern war. Jedes Land hat ja einen Vertreter mitgehabt, also der was einen Prominenten im Falle Hardegg und Niederösterreich. Ich sage das jetzt als Rapidler nicht, weil ich gegen die Austrianer bin. Ich habe ja nichts gegen Herbert Prohaß. Ich schätze seine sportliche Karriere und so weiter. Aber was mir ein bisschen nicht gefallen hat, der Bursche sitzt mit euch da drinnen, will Stimmung für Hardegg machen und war noch nie in Hardegg. Habt ihr ihn gleich gestern geholt oder vorgestern? Ja, es war so, es hat ja andere Prominente auch gegeben, die haben vorher vorbeigeschaut bei uns in der Fanzone oder haben wir nachher vorbeigeschaut, waren ja beim Feiern mit dabei. In Herbert Prohaska haben wir auch getroffen, weil der Rainer Mateka war am Klo und dort hat er gesehen, aber sonst haben wir nicht gesehen. Also wenn ich euch jetzt einen Tipp geben darf und die Sportlerkollegen vom USV Pleissing Waschbach bitte aufpassen, mithören, ja. Ich tät den Prohaska, der ist ja noch immer dabei in diesem Coppa Pelle Team, ja.
und macht da immer so Fußballspiele für einen guten Zweck. Ja? Und dieser Bursche kehrt vergattert in die Stadtgemeinde Hardegg zu einem Freundschaftsspiel gegen Blessing Moschbock. Seid's davor? Heute, und würde ich sagen, kann man auch heute schon mit dem ein oder anderen super tollen Jungen anstoßen. Thank you.
Thank you.